Volker Kauder, Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, diskutierte im Wirtschaftsdialog das Thema Innovation und Wachstum, Zukunftschancen für die deutsche Wirtschaft. Die Veranstaltung fand in den Räumlichkeiten des BMW-Autohauses Stadag statt und begann mit der Begrüßung durch den CDU-Bundestagsabgeordneten Gero Storjohann. Volker Kauder wies in seiner Rede auf die notwendigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen hin, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland zukünftig zu sichern. Ich habe einen Mann erlebt, der neben Humor auch ein absolutes Wissen hat. Jede Frage konnte er beantworten. Man merkte, er wusste, worüber er spricht. Ich hätte ihm noch stundenlang zuhören können. Es war eigentlich ein sehr schöner Abend. Es waren ehrliche Antworten zu dem ganzen Thema. Es war nicht mal alles positiv, was er dargestellt hat, sondern einige Sachen gehen halt nicht anders und die muss man so hinnehmen, wie sie sind. Ein spannender, sehr interessanter Abend. Herr Kauder hat gute Statements gehabt. Es war eine sehr gute Diskussion im Publikum. Das Publikum war sehr sortiert, gut aufgeräumt, gut vorbereitet. Also ich fand, es war ein rundum gelungener Abend. Total begeistert. Wir haben mal einen hochkarätigen Politiker mit hoher Entscheidungskompetenz hier in Norderstedt gehabt. Nicht zu Wahlkampfzeiten, sondern zu normalen Zeiten, wo er Politik erklären konnte. Wir haben an die 200 Gäste gehabt und das Format, Vortrag als auch intensive Diskussion, glaube ich, kam auch sehr gut an. Jedenfalls, ich war sehr zufrieden. Ich bin natürlich auch dem Autohaus Stadag der Familie Leuchtenberger hier sehr dankbar, dass sie die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. Volker Kauder und Gero Storjohann diskutierten im Anschluss ausführlich mit den Gästen. In der pharmazeutischen Industrie Innovation.